Lesung aus dem Buch Exodus. So spricht Gott der Herr: Ich werde einen Engel schicken, der dir vorausgeht. Er soll dich auf den Weg schützen und dich an den Ort bringen, den ich bestimmt habe. Achte auf ihn und höre auf seine Stimme. Widersetz dich nicht ihm. Er würde es nicht ertragen, wenn ihr euch auflehnt. Denn in ihm ist mein Name gegenwärtig. Wenn du auf seine Stimme hörst und alles tust, was ich sage, dann werde ich der Feind deiner Feinde sein und alle in die Enge treiben, die dich bedrängen. Mein Engel wird dir vorausgehen. Wort Gottes. Heute feiern wir schon wieder ein Fest. Vor 3 Tagen, vor 4 Tagen, haben wir für die Erzengel das Fest gefeiert. Heute feiern wir unseren Schutzengel. Ich habe mir so gedacht, Gott ist gut zu uns Menschen. Und er hat uns gern. Weil sonst würde er uns in jeder Person einen Engel zur Verfügung stellen. Oft sagt man, die Kinder haben einen Schutzengel. Aber wir Erwachsenen haben genauso einen Schutzengel, der uns begleitet durchs ganze Leben. Nur sehen wir nicht. Und heute so habe ich in der Kapelle gedacht, ich komme bin, wenn jetzt von jedem der Schutzengel da ist, dann haben wir schon einen kleinen Himmel. Und so wie er im Alltag bei uns ist, so ist er immer in Freude und in Leid bei uns. Und das ist eine große Hilfe, wenn man das auch einmal beim Tag durchdenkt und sie sagt: Herr, ich danke dir, dass du mir einen Engel zur Seite stellst. Eine so eine Liebe, was Gott für uns hat, das kann man manchmal gar nicht begreifen. Aber er hat uns gern.